Ja, hallo, ich grüße dich. Angst vor Veränderung. Ja, das ist dieses Video anlässlich der 13-teiligen Reihe Ängste von, durch, also vor was man alles eben Angst haben kann. Ja, Angst durch Veränderung. Gleich vorweg, bitte. Ich muss es einfach immer wieder sagen, das ist einfach mal so ein Ansatz von mir, dann ein spielerischer Ansatz auch, und es deckt nie alles ab. Es ist nicht das, also ich sage dir nicht die alleine gültige Wahrheit. Gell? Das ist einfach mal so ein Impuls, ein Tipp, was ich zum Teil auch aus eigenen Erfahrungen raus, und so gesehen, es gibt natürlich noch viel mehr immer zu sagen, und falls du ihm etwas Bestimmtes da beitragen möchtest, kannst du natürlich das sehr gerne tun. Angst vor Veränderung habe ich natürlich sicher auch schon erlebt. Also das ist ja irgendwie auch menschlich. Ja. Welcher Mensch, also ich meine, das spreche ich auch von mir. Zum Beispiel, wenn du ein schönes Haus hast, da möchtest du doch nicht einfach vom einen Tag auf den anderen zack, raus aus diesem Haus. Oder wenn du einer guten Partnerschaft drin bist, du möchtest jetzt auch nicht diesen Partner oder Partnerin einfach so quasi vom nächsten Tag auf den anderen, ist das jetzt richtig? Hast sicher schon verstanden. Also du möchtest doch den jetzt nicht einfach loslassen, abgeben, oder dass der jetzt zu einer anderen Frau oder zu einem anderen Mann geht. Oder drittes typisches Beispiel. Du hast einen super Job. Alles stimmt. Kohle, Mitarbeiter, ist einfach alles gut. Und dann liest du ja auch nicht einfach so plötzlich morgen oder übermorgen diesen Job verlassen. Ja. Also, es ist absolut menschlich, dass du oder dass jemand anders, dass man eben Angst vor der Veränderung haben kann. Aber aus höherer Sicht, das muss man ganz klar sagen, das ist etwas, ja, das kennst du sicher auch. Oder so. Aus höherer Sicht sind ab und zu gewisse Veränderungen, ja, eben egal was es betrifft, eben diese oder jene, aber es sind einfach, also gewisse Veränderungen sind absolut nötig, ja, da kommst du nicht darum herum. Um eben dann wieder in der Persönlichkeitsentwicklung, ja, in der Bewusstwerdung weiterzukommen. Ja. Oder anders ausgedrückt, gewisse Entwicklung, gewisse wertvolle, nützliche Entwicklung in deiner Persönlichkeit oder in deinem Bewusstsein sind gar nicht möglich, ohne dass vorher eben irgendwelche Veränderungen gelaufen sind. Klar, sie können im Moment des Geschehens unangenehm sein, aber wenn du das aus Entfernung dann mit der Zeit irgendwann dann später anschaust, dann kann man oft erkennen eben, dass es gut war, dass es so ablief. Ja, weil das Lebensprinzip ist einfach Fluss, Veränderung, es hat nicht mit Starre oder ewiger Beständigkeit oder Fixierung oder weiß nicht was Ähnliches zu tun. Ja. Eben, auch wenn es nicht immer so leicht ist, eben wie gesagt, man würde diejenigen Dinge, die einem gefallen, die würde man am liebsten die ganze Zeit behalten, und das soll noch in 10 Jahren sein, soll noch in 20 Jahren so sein, 30 Jahre genau so sein, aber das ist eben nicht das Lebensprinzip, und das kann dir jeder Guru, jeder Meister, jeder Weise, jeder Gelehrte kann dir das bestätigen. Das ist einfach meine Meinung, ja. Und wie gesagt, es ist nicht einfach, es ist was Anspruchsvolles. Also da kann ich dir zum Beispiel auch den Tipp geben, zu üben, also zum Beispiel in guten Situationen zu üben, dasjenige, was dir besonders gut gefällt, können auch mehrere Dinge sein, dass du in guten Situationen übst, also innerlich loszulassen, dass du eben, wenn eine Situation kommen würde, wo denn das dann tatsächlich sichtbar so in die Veränderung kommt, dass dir dann das nicht mehr viel ausmacht, dass du vorbereitet bist. Also
ein innerliches Loslassen üben dient ja dazu, dass du dann vorbereitet bist, ja, wenn es dann tatsächlich sein müsste. Ja, ja. Also ich habe da völlig Verständnis, also wenn man Angst vor der Veränderung hat, egal welche, weil das ist einfach etwas, ja, das haben wir einfach nicht so gerne, es ist klar, aber du kommst nicht darum herum, eben dies zu, also zu lieben, zu wertschätzen, eben mit dieser Sache zu rechnen, wo es auch immer ist, ob das jetzt in der Beziehung oder im Job oder beim Wohnen oder sonst was ist. Aber auf alle Fälle wünsche ich dir gutes Handhaben, ja, also wenn du selbst betroffen bist, und ich wünsche dir natürlich weiterhin ein gutes Weiterkommen, und ich wünsche dir viel Bewusstsein, ich wünsche dir eine ideale Selbstverwirklichung. In diesem Sinne, bis bald, ciao, danke fürs Hinsehen und Hinhören.